Ja, klar, wir haben eben dann, sagen wir mal, immer auch mal noch das Problem in der Abwehr. Und da habe ich eben dann auch für das Spiel gegen Portugal, habe ich eben dann auch noch den ein oder anderen Joker eben aus dem Hut gezaubert. Aber wir brauchen eben dann auch, vor allem wenn wir gegen Brasilien spielen oder eben dann auch gegen Argentinien oder eben dann auch Italien, Spanien, eben Griechenland, eben dann auch, sagen wir mal, immer mal Honduras oder Uruguay, noch einen, der eben dann. Ja, klar. In der Abwehr eben dann auch die Spieler vielleicht mal wegflext und haben wir dann dich, ja, Mike, Franz, haben wir eben dann noch nachnominiert, aber sag eben selber, ich bin Journalisten, ist ihm klar, ich auch warum. Ja, ich habe eine ganz klare Aufgabe. Ich soll einfach deutsche Tugenden auf den Platz bringen, kämpfen, fighten. Und das werde ich für meinen Trainer machen, ganz klar. Ja, richtig. Problem ist eben dann nur, dass er natürlich eben dann auch jemand ist, der wo eben dann auch, sagen wir mal, immer mal in einem Spiel zwei rote Karten eben dann auch bekommt. Aber deswegen hat er eben vor allem die Aufgabe, eben dann auch mit höchster Disziplin im Quartier eben dann auch die Betten zu machen oder eben dann auch, sagen wir mal, Milchshakes für den Özil oder im Schweinsteiger auch vorzubereiten. Und kann ich auch kochen? Definitiv. Kochkurs bestanden. Da habe ich gute Qualität. Ja, was ist eben dann vielleicht auch für die Journalisten, was ist dein Lieblingsgericht? Schnitzel, Kartoffelbrei und Erbsen. Klar, richtig. Und eben dann, oh, wichtig ist, dass man bei einer WM, wenn man Erfolg haben möchte, dann eben einen Franz dabei hat. Und da der andere eben dann auch, sagen wir mal, schon jetzt unterwegs ist, haben wir eben dann den Franz Leit nominiert. Den gibt es jetzt mit hinzuzufügen. Klar, da sind noch Perfekt. Fragen, ja, von der Süddeutschen. Ja, wie der Fitnesszustand ist, hat er gefragt. Gut, ich habe mich fit gehalten. Ich habe ja meinen Vertrag aufgelöst, extra für die Nationalmannschaft. Und ich bin topfit. Ich trainiere seit 6 Monaten nur für dieses eine Spiel. Und ich bin für Sie da, Trainer. Ja, du warst ja zuletzt, hast du ja, glaube ich, Regionalliga gespielt. Oder warst du Oberliga? Ich weiß gar nicht. Es war dann doch die Regionalliga, aber ist okay. Ja, egal, aber eben wirkt, er sieht auch gut aus. Ja, er ist motiviert, er ist fit. Und deswegen dann auch mit höchster Disziplin ist er eben dabei. Ja, Danke. Dankeschön und wir müssen jetzt auch wieder rüber.